So, okay, also jetzt berechnen wir die Erwartungswerte, oder die Erwartungswerte haben wir schon berechnet, ja, also wir hatten den Erwartungswert von der Note. Der war ungefähr 3,3. Und wir hatten den Erwartungswert von den Punkten ausgerechnet. Und der war ungefähr 23,4. So. Jetzt wollen wir noch die Erwartungswerte, die Standardabweichung ausrechnen. Also Sigma von Note, ich gerne. Ja. Das wäre meine erste und das mache ich Ihnen langsam vor. Und das hier sage ich Ihnen dann bloß das Ergebnis. Und statt im Erwartungswert sagt man auch manchmal Mü. Ja, also Mü und Sigma. Ne? War immer kürzer. Ja, der Erwartungswert von Not. So, also wie rechnet man das aus? Wir hatten ja schon mal die Tabelle, das jetzt nochmal zum Üben, um nochmal die Definition von der Standardabweichung nochmal zu überlegen. Also, wir hatten hier die Noten, wir hatten die Anzahl. Und was muss man bei der Standardabweichung machen? Da müssen wir die mittlere quadratische Abweichung, die Entfernung von der langweiligsten Klausur von allen, nämlich wo alle die Durchschnittsnote 3,3 hatten. Ja? Also mache ich hier Note minus die langweiligst möglichste Klausur mit dem gleichen Erwartungswert, immer minus diese 3,3. Ja, also 1,0 minus 3,3 komme ich raus bei minus 2,3. Und wenn ich 1,3 abziehe, den Durchschnittswert, dann komme ich raus bei minus 2,0. Und so geht es immer weiter. Wenn Sie die ganzen Rechnungen machen, kriegen Sie schließlich diese Liste hier. So, das ist der erste Schritt. Den Abstand von dem langweiligsten möglichsten. Von der langweiligsten möglichsten Klausur auszurechnen. So, und jetzt als nächstes muss man quadrieren. Mittlerer quadratischer Abstand. Ja? Minus der Abstand. Dann quadrieren. Ja, also. Was ist 23 zum Quadrat? Können wir uns hier nochmal die Quadratzahl üben? 529, 20 zum Quadrat ist 400, 16 zum Quadrat 256, 1369, 10 ist 100, 6 ist 36, 3 ist 9, 0 ist 0, 4 ist 16, und hier 49 und das ist 200. 89. So, okay, das ist also der nächste Schritt. Und jetzt, der übernächste Schritt ist, jetzt muss ich da den Durchschnitt bilden. Also ich muss die Anzahl mal nehmen mit diesem hier, alles zusammenzählen und den Durchschnitt bilden. Also diesmal das, also Anzahl mal Note minus Mü zum Quadrat. Also zweimal das hier ist 10,58. Fünfmal dies hier ist 20. Viermal dies hier ist 1024. So, viermal 169. Habe ich schon mal vorher geguckt und wenn man das weitermacht, kommt das raus. So. Das ist also die nächste Zahl. Und was wir jetzt machen müssen, ist hier dieses hier alles die Summe bilden. Ja. Wie viele Leute waren es insgesamt? Das haben wir schon mal gemacht. Das waren 70. Hier die Summe schreibe ich hier hin. Und dann muss ich noch die Summe hiervon bilden, muss ich mal eben gucken, ob da was rausgekommen ist. Die Summe hiervon ist 113,66. So, jetzt um das Sigma auszurechnen, muss ich dieses hier durch das teilen, also
1, 3,66 geteilt durch 70 und daraus die Wurzel. Wenn ich das eintippe, das ist also 113 geteilt durch 70 und daraus die Wurzel. Das ist 1,26. Okay? Also so rechnet man die Standardabweichung aus und für die Punkte muss ich es eben auch mal rausgucken. Was das nochmal war. Habe ich eigentlich schon ausgerechnet. Die Standardabweichung hier, also sieht man von Punkte, ist ungefähr. Habe ich ausgerechnet ungefähr 8,1. Ja, macht man genau dasselbe. Man sieht die Punkte minus die durchschnittlichen Punkte, 23,4. Dann das Ganze quadrieren, dann das Ganze multiplizieren, alles zusammensummieren, kommt irgendwas raus. Geteilt durch 70. 70 ist kaputt. Ja. Geteilt durch 70 und dann die Wurzel von 8,1 aus. Ja. Kann das sich nochmal an den Grafiken angucken. Hier und hier. Machen wir hier an. Also hier ist der Mittelwert, ist hier μ. Und jetzt gucken wir mal plus oder minus eine Standardabweichung. Wie weit ist eine Standardabweichung? Also eine Note weiter. Die Note war 1,3. Und plus eine Note wäre ich bei 4,6. Ja. 4,3, 4,6. So viel ist eine Standardabweichung und die andere Richtung, wenn ich 1,3 ungefähr abziehe, bin ich bei 2,0. Also dieser Abstand hier ist Sigma. Das ist hier und der Abstand hier ist auch ungefähr so. Das gleiche kann ich aber auf diesem Bild hier machen. Da ist Sigma 8. Also wenn ich dieses hier plus ein Sigma nehme, dann bin ich bei 31. 5, das ist also hier ungefähr. Und wenn ich minus nehme, minus 8 ist es 15,3, das ist also hier ist das Sigma größer, ne? Ja, und die Idee, wenn man beide Sachen in das gleiche Bild malen will, ist, dass man jetzt dass man dieses durch Sigma teilt, dass man also dieses, was breiter ist und größeres Sigma hat, zusammenstaucht, doller zusammenstaucht als dieses hier, was ein kleineres Sigma hat. Ja? Und Sie sehen auch, ne, dass hier dieser Bereich hier schon so ungefähr ein ähnlicher Bereich ist wie hier. Ne? Hier sind über diesem Sigma sind hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. F12 und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, F12. Ja, während drunter sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Während hier sind es etwas mehr, weil wir hier diese hier dazwischen gar nicht hatten. Also ein paar von denen hätten vielleicht eher eine 4, 3 gekriegt. Ja, also man sieht schon, dass man da mit diesem Sigma ein ganz gutes Gefühl dafür kriegt, wie doll diese Daten ausgebreitet sind. Ja? Und im nächsten Video zeige ich Ihnen dann, wie man jetzt diese beiden Sachen so umrechnet, dass man sie in ein Diagramm reinpackt.